kann ich mit freiwilligen Beitragszeiten den Anspruch auf Grundrente bekommen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Grundrente ist zum 1. Januar 2021 eingeführt worden und die Anspruchsvoraussetzungen sind im Gesetz klar definiert. Ich brauche mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten, damit ich überhaupt die Chance habe, den Zuschlag an besonderen Entgeltpunkten oder zusätzlichen Entgeltpunkten, im Volksmund auch genannt Grundrente, zu erhalten. Und für die Grundrentenzeiten gibt es auch eine klare Definierung, was eigentlich als Grundrentenzeiten zählen. Eines dieser Zeiten sind die sogenannten freiwilligen Beitragszeiten. Ich kann mit freiwilligen Beiträgen oder mit einer freiwilligen Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung keine Grundrentenzeiten erwirtschaften und auch keinen Anspruch auf die Grundrentenzeiten deswegen haben. Das heißt also, wenn ich als Rentenberater einen Versicherungsverlauf bekomme und ich sehe, dass ein Versicherter 20 Jahre lang mit freiwilligen Beiträgen in die Rentenversicherung eingezahlt hat und er immer noch eine relativ geringe Rente bekommt, fehlen ihm für diese 20 Jahre schlicht und ergreifend die Grundrentenzeiten. Da können Sie sozusagen immer ein Minus dran machen. Und Sie erkennen das sofort, indem Sie einfach im Versicherungsverlauf mal nachschauen und da steht dann da freiwillige Beitragszeiten, BFO genannt. Und diese Zeiten sind freiwillige Beitragszeiten und die zählen nicht als Grundrentenzeiten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.